Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von 10 Minuten Gaming. Wir sind beim letzten Mal genau hier stehen geblieben und wir müssen das Herz des Waldes verderben. Da wollen wir uns mal so langsam hinbegeben. Wir sind wieder unterwegs mit unserem guten Rogel Jenkins und ich würde sagen, hier die Viecher erledigen wir einfach mal so im Vorbeiflug. Das ist ja jetzt nur keine große Sache. So, das geht relativ easy. So, der kriegt hier ein paar auf 12. Ja, wir waren gerade richtig schön raiden, haben sogar die Flammenbändigerin einen schönen First Kill hingelegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da gerne mal das Video zu angucken. Das findet ihr auch auf meinem Kanal. Im Notfall einfach mal die Playlist Glory of Hammerfall, so heißt die Gilde, in der ich bin. Einfach mal reinklicken, reinschauen und so ein bisschen Raid-Feeling bekommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir machen echt viel Schaden hier mit dem Dudu. So, das... Ah, hier hinten ist das Herz des Waldes. Wie kommen wir da denn hin? Meine liebe Güte. So, wir machen jetzt hier noch gerade den Druiden unterwegs kaputt. Ich muss nur darauf achten, dass wir heute wieder schöne 10-Minuten-Folgen machen. Weil ich bin jetzt ein bisschen enthusiastisch drauf und da vergesse ich auch gut und gerne mal die Zeit. So, hier noch gerade die Druiden. Das geht ja echt fix. Und wie kommen wir vermaledeit nochmal hier zu dem Herz des Waldes, heißt es ja. So schön, ich glaube, wir müssen hier außen rum. So, wir schleichen jetzt mal und schleichen einfach hier vorbei. Ich habe nicht so die Riesenlust, hier wieder alles zu pullen. Ah, hier ist auch der Weg, der dann, denke ich mal, hochführt. Den nehmen wir jetzt einfach. Und selbst wenn uns hier einer angreift, meine Güte, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, wir machen ja genug Schaden. So. Den hätten wir erledigt. Wir gehen jetzt wieder in die Moonkin-Gestalt. Oh Gott, passen wir hier überhaupt lang? Gerade so. Das sind dummerweise auch Druiden, genau wie wir. Trotzdem müssen wir unsere Brüder sozusagen hier erledigen. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, hier Stück für Stück. Ja, ich nehme jetzt schön abends auf. Also wer mal auf die Uhrzeit guckt, es ist jetzt 11:45, wo ich aufnehme und produziere schon mal ein bisschen im Voraus. Weil ich ja die Woche wieder, ich war ja jetzt die letzten 2 Wochen krankgeschrieben wegen der Erkältung und so. Und so, dann lassen wir den Tick gerade auslaufen. Und jo, ich produziere jetzt schon mal vor, damit ich wieder ein bisschen was in petto habe. Und wir haben jetzt dummerweise, wir hätten Zorn nehmen sollen. So, das Herz ist wahrscheinlich hier. Wir müssen jetzt Taneel Finsterwald hier erledigen. Und kommen wir jetzt, können wir jetzt das Herz? Nö, ist immer noch nicht das Herz des Waldes. Naja, dann gehen wir jetzt noch weiter runter und schauen einfach mal, ob wir noch irgendwie, müssen wahrscheinlich hier rein, ob wir irgendwo das Herz des Waldes finden. Das brauchen wir ja auf jeden Fall. Ups, hier wieder schön Zorn nehmen. Wir wollen ja so ein bisschen in der sogenannten Rotation bleiben. Die Rotation ist die Abfolge oder beziehungsweise die Priorität, wie man die Zauber benutzen sollte. Das klingt jetzt alles sehr technisch. Und hier werden wir in eine Gilde eingeladen. Das machen wir aber mal nicht. Wir bleiben mit dem Druiden erstmal gildenlos. Ich möchte dann später natürlich in meine richtige Gilde damit. So, da lassen wir den Tick gerade nochmal auslaufen. Und wir hätten jetzt schon wieder, jetzt können wir wieder Zorn benutzen. So. Inventar ist voll. Hier wird das Herz des Waldes sein. Und das vergiften wir jetzt oder verderben wir. So.
Das war's schon. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, wir bleiben mal in Munken gestellt, beziehungsweise wir können ja in die Phasenbestie und dann im schlimmsten Fall uns wieder an allem vorbeischleichen, würde ich mal so sagen. Und wir nehmen schon wieder 5 Minuten auf. Nee. Das geht immer so schnell mit euch. Ja, wenn einer aus meiner Gilde hier gerade zuguckt, dann schöne Grüße. Könnt ihr euch auch mal die restlichen Parts ansehen, wenn ihr wollt. Ich will hier keinen zwingen, um Gottes Willen. So. Gehen jetzt hier gerade noch mal raus. Tarnen uns. Was haben wir denn noch zu tun? Kundschafter des Eschentals getötet. Ja, das können wir ja machen. Oh, ich habe jetzt privat auch wieder einen Magier angefangen und der macht wieder furchtbar viel Spaß. Der ist echt lustig. Das hier sind alles abtrünnige Druiden. Na, wo sind denn Kundschafter? Ach, die verstecken sich hier. Also ich habe gerade eben so Stealth-Geräusche, sag ich mal, gehört. Wir erledigen mal kurz hier das. Ah, da. Also die kreuchen und fleuchen hier irgendwie rum. Sind halt getarnt. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen rumlaufen und hoffen, dass die sich enttarnen. Da ist noch einer. So. Ich muss sagen, das Questen geht in Katzengestalt doch deutlich leichter. Wir können ja demnächst mal wieder... Wir wollten ja auch... Mensch, wir wollten ja mal wieder eine Instanz machen. Und ich hab's schon wieder gehört. Aber ich weiß nicht wo. Ah, da unten. Mann, die sind aber auch echt schwer zu finden. So. Wir müssen noch... Oh Gott, 6 Stück. Ist aber auch eine ordentliche Menge. Und wir sind ja schon bei 7 Minuten. Da müssen wir echt mal gucken, ob wir das heute noch alles schaffen. Ich denke mal eher nicht. Weil die sind hier... Die sind hier echt gut getarnt. Ah, wunderbar. Achso, F müssen wir drücken. Na, wo ist denn noch einer? Ich habe das doch schon wieder gehört hier. Hier, ah, da. Okay. Nee, die sind ja echt gut versteckt. Sonst noch hier irgendwo einer? Wir müssen auf das Geräusch hören. Ah, ich glaube, das wird erstmal nichts. Naja. Wir suchen einfach nochmal ein bisschen ab hier. Gehen ein bisschen schön durch die Gegend. Ich meine, ist ja auch hübsch hier. Die Gegend, die sieht ja echt gut aus. Hier liegen überall tote Peons. Und ja, so. Wir haben hier ganz, ganz viel faulenden Schleim. Ich versuche schon immer, wenn ich sowas höre, zu gucken, ob ich das irgendwo sehe. Aber ich bin schlichtweg zu blind dafür. Ganz eindeutig. Nee. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig das doch mit einem Daumen nach oben. Das würde mich wirklich, wirklich freuen.
und schau auch mal auf meine anderen Webseiten, so wie Facebook oder Twitter. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt 10 Minuten Gaming mit World of Warcraft. Bis dahin, macht's schön gut. Tschüss.